In dieser Übung soll man Folgendes machen. Wir haben ihm gegeben eine Tabelle. Das ist zum Beispiel hier der Inhalt einer CD mit verschiedenen Titeln. Also insgesamt 15 und die haben eine gewisse Länge. Das haben wir hier natürlich eingegeben in Form von Excel-Uhrzeiten. Und jetzt habe ich hier eine Startzeit. Das kann zum Beispiel die aktuelle Zeit sein, die aktuellste. Und jetzt möchte ich wissen, okay, wann bin ich, bei welcher Uhrzeit bin ich nach diesem Titel, bei welcher Uhrzeit bin ich nach diesem Titel, etc. Und wann ist die CD schließlich zu Ende? Und hier zum Schluss soll ausgerechnet werden die Gesamtlänge der CD. Ja, das ist eine kleine Aufgabe zum Arbeiten mit Uhrzeiten und die wollen wir jetzt in Excel lösen. Zunächst mache ich mir daraus eine Tabelle. Das Spiel kennen Sie ja schon. Gehe also hier auf Markiere mir den Bereich, gehe dann auf Einfügen, dann, jetzt muss ich kurz gucken, ob das überhaupt geht, weil das nicht ganz, ja, versuchen wir es mal. Also gehen wir auf Einfügen, Tabelle. Okay, dann habe ich schon mal eine Tabelle und hier nehme ich allerdings jetzt, das habe ich eigentlich nur gemacht, um die Formatierung zu bekommen. Jetzt nehme ich die Tabellenfunktionalität wieder raus, klicke also hier rein, gehe dann auf Tabelle, hier oben, Tabellentools und sage hier in Bereich konvertieren. Wo ist es? Hier. Mach daraus wieder einen Bereich. So. Also ich habe diese Tabellenfunktionalität nur benutzt, um mal halt diese Formatierung auf die Schnelle zu bekommen. Danach habe ich wieder einen Bereich umgewandelt. Sie werden dann gleich sehen, warum ich das gemacht habe. So, jetzt gebe ich mir die Startzeit vor. Das mache ich hier oben, gebe also hier die Funktion jetzt, liefert mir die aktuelle Zeit inklusive Datum, wobei man das Datum einfach mitlaufen lassen können. Das können wir jetzt ignorieren, also lassen wir es drinnen. Ich gehe also jetzt hier auf, klicke hier oben rein, gehe dann auf Formeln, dann auf Datum und Uhrzeit und rufe hier die Funktion jetzt auf. Verwechseln Sie bitte nicht mit der Funktion heute. Die Funktion heute liefert nur das aktuelle Datum, ohne die Uhrzeit. Ja, während die Funktion jetzt quasi sowohl Datum als auch Uhrzeit ermittelt. Gehe auf OK. Jetzt formatiere ich es so, dass das Datum rausfällt. Gehe also auf Start und tu nur die Zeit anzeigen lassen, aber aufpassen, das Datum ist immer noch mit drin. Ja, es wird einfach nur ignoriert bei der Darstellung. Aber in Wirklichkeit ist es immer noch drin. Ich habe es nur formatiert und nicht konvertiert. Wenn ich das Datum wirklich raushaben wollte, dann müsste ich jetzt hier, ich zeige mal kurz den Wert an, müsste ich hier mit der Funktion Rest arbeiten, um im Prinzip hier den Dezimal, also den Ganzzahlanteil zu löschen. Aber solange ich es nur formatiere, ist das Datum noch mit drin, dürfte allerdings hier nicht stören. Ja, ich brauche es einfach, kann es einfach weglassen die ganze Zeit bei der Formatierung. Also gehen wir mal auf rückgängig und zeige nur die Uhrzeit an vom Datum. Jetzt tue ich das Ganze nochmal umwandeln hier in Zeitwerte. Markiere das und sage hier Uhrzeit oder Zeit. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch die Excel-Zeiten hier drauf addieren. Und so weiter. Gehe also jetzt hier auf Ist gleich und addiere auf diesen Wert diesen drauf. Also plus diesen. Also 14:35 und 50 Sekunden wäre dann quasi das erste Lied zu Ende, wenn ich jetzt hier anfangen würde. Und jetzt muss ich noch jeweils mal aufaddieren, die Zeiten. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf Ist gleich. Den Rest kann ich jetzt quasi mit einmal machen. Gehe auf Ist gleich. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich keine Tabelle gemacht habe. Keine Echt-Tabelle. Weil in der Echt-Tabelle müssen die Formeln immer alle gleich sein. Aber die erste Formel unterscheidet sich von den anderen. Weil hier muss ich quasi auf den Wert drauf addieren, während ich bei den anderen Formeln, bei den übrigen, quasi nur auf den jeweils vorherigen Wert immer diesen Wert drauf addieren muss. Gehe also auf Ist gleich, nehme es diesen Wert plus den jeweils vorherigen. Steuerung Enter. Jetzt haben wir quasi 36 plus 30 Sekunden, sind wir bei 66, macht dann quasi wieder die nächste Minute auf und so weiter. Ja, zum Schluss noch die Summe. Gehen wir hier auf, wo haben wir es? Auf die Summe, Autosumme und summieren quasi hier drüber.
und bekomme jetzt eine Länge von 1 Stunde 27 raus. Stimmt das mit unserer? Ja, ist gleich. Sie sehen, das Ding ist noch ungefähr von 2 Minuten gelöst, ungefähr. Ja, man weiß, wie es geht natürlich. Ne? Wenn man das rum experimentieren muss, dann dauert es natürlich länger. Also ich fasse nochmal zusammen. Zunächst habe ich mir hier erstmal eine Tabelle draus gemacht, aber diesmal nur wegen der Formatierung. Deswegen habe ich danach die Tabelle wieder umgewandelt in den Bereich. Warum habe ich das gemacht? Weil die Formeln hier nicht gleich sind. Ja, die unterscheiden sich. Die erste Formel addiert den Wert auf den, während die übrigen Formeln immer jeweils den Wert auf den vorherigen Wert addieren. Deswegen konnte ich keine echte Tabelle hier nutzen, weil eine echte Tabelle immer davon ausgeht, dass alle Werte gleich berechnet werden. Und jetzt habe ich oben noch die Uhrzeit quasi mir ermittelt über die Funktion jetzt, wohl wissend, dass die Funktion jetzt mir auch das Datum mit dazu liefert. Aber in dem Fall habe ich es einfach so formatiert, dass nur die Uhrzeit angezeigt wird. Das Datum habe ich einfach ignoriert, weil das hier keine Rolle spielt. Und jetzt habe ich einfach immer drauf addiert auf die jeweiligen Zeiten, Schatzzeit über die jeweilige Zeit dieses einzelnen Titels und komme am Ende dann hier auf die Zeit. Also 16:04 wäre dann theoretisch die CD zu Ende. Ja, und die Gesamtzeit ist einfach die Summe der einzelnen Zwischenzeiten als Uhrzeit formatiert. Okay, so viel zu dieser Übung.